Larrys Gedenkinstitut, Road to Rank 1. Die Seuche. Let's go. Und den ersten Survivor gefunden. Die ist gleich voll infiziert, liegt auf dem Boden. Was haben die denn down gemacht? Die haben Ruin direkt down gemacht. Scheiße, nix gut. Sehr gut, auch wieder infiziert, voll infiziert. Und aufbaumeln. Die anderen haben sich am Brunnen schon geheilt. Dass die nicht mehr umherkotzen. Nichts gut, dafür nehme ich mir jetzt einen Brunnen rein. Alle drei haben sich jetzt geheilt. Einen Gen haben sie auch schon geschafft. Mein Ruin ist zerstört worden direkt. Nicht gut. Nicht gut. Hinten sehe ich Kratzspuren, weil einer einen retten gehen will. Den Opa würde ich auch noch gerne einnehmen. Jetzt einfach hat kein Decisive. Wie lange ich da auch stehe und geblendet bin, einfach so richtig billig. Er ist immer noch voll infiziert, baue ich ihn halt jetzt auf. Jetzt kann sie mich nicht blenden. Ist auch wieder ein Kampf, den hier aufbaumeln zu gehen. Volle Ladung abbekommen. Das ist sehr gut. Die haben jetzt zwar schon zwei Gens fertig. Und damit wird sie auch down gemacht. Die ist auch voll infiziert. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein paar Brunnen naschen. Die haben sonst auch gleich gar keine Brunnen mehr zum Heilen. Da ist der Tüftler wieder angeschlagen. Eigentlich muss ich dahin. Tüftler angeschlagen hat. Hier stehen zwei Leute. Sehr gut. Jetzt nehme ich mir nämlich den Brunnen.
Sehr gut, ich hab sie. Warum nicht gleich hier vorne auch drei Gens schon durch? Nicht gut. Die eine hängt immer noch, oder was? Ja, weil der eine einen Gen gemacht hat in der Zeit. Jetzt hält zwei auf der Baumel. Jetzt gehe ich hier gleich rüber. Die geht jetzt zweite Phase. Lass ich auch in der zweiten Phase. Hol mir jetzt meinen Bohnen. Dann wollen die nämlich hier auch gleich retten. Aber ich habe jetzt meinen Bohnen genascht. Jetzt muss ich auf rote Spuren achten. Da hinten übergibt sich jemand tausendmal. So, die down gemacht, die andere schnell aufbauen gehen. So knapp getroffen, wie gesagt. Die andere wird safe gerettet. Den Opa scheiße, jetzt glaube ich, muss die hier vorne aufbaumeln. Ich hoffe, die hat keine Decisive, oder die Decisive Zeit ist abgelaufen. Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Alle komplett infiziert. Mega gut gerade. Die ist tot direkt, jetzt mein Brunnen. Ich zähle da hinten, weil ich jetzt ein bisschen Tree-Chain hier machen will. Und da habe ich schon einen gefunden. Sehr gut. Und da war gleich noch einer. Okay, egal. Weil den habe ich jetzt hier. Sehr gut. Jetzt werden die anderen natürlich Gens kloppen. Sie will mich dauernd blenden. Einmal hat es ja tatsächlich geklappt. Aber das lässt sich kein zweites Mal mitmachen. Dadurch hat sie jetzt schon Zeit versäumt, Gens zu machen. Dann haben wir den zweiten Doten. Der Opa kriegt erstmal einen rüber. Dann wird auch der Gen eine Runde getrieben. Dann wird auch der Gen hier runtergehen. Oder erstmal kriegt sie auch einen Ruf. Und dann wird sie auch gleich down gemacht. Sehr gut. Ich muss wissen, wo er ist. Wo ist der Haken jetzt hin? Ich bin komplett dumm. Da ist der Haken, Donner. Ich hab ihn vorbeigelaufen, Digga. Scheiße. Wie dumm von mir. Ich habe sie noch bekommen. Ich muss sie jetzt aufbaumeln und dann versuchen, noch den Opa zu kriegen. Für noch den dritten und letzten Kill. Jetzt muss irgendwo sich die Luke öffnen. Oder ich hole mir einfach den Opa, bevor er auch die Luke findet.
Ja, Obi, das war knapp mit der Luke, aber ich hab dich noch vorher genascht. Knappes Ding. Doch noch alle vier bekommen. Sehr gut. Und mein Pip. Sehr gut. Wichtig. Hohoho.